Ich war immer davon überzeugt, dass unser Leben vom Schicksal bestimmt ist. Hier ist dein Beschützer. Und hier ist dein Schnulli. Du bist dazu bestimmt, ein ganz großer. Wozu bin ich bestimmt? Den Rest habe ich nicht mitbekommen. Gemeinsam kamen sie in unsere Welt. Aber das Schicksal... Unser Baby kann fliegen! Ja, für dich nur das Beste, mein Schatz. ...trennte ihre Wege. Es heißt Revanche und man serviert sie eiskalt. Deine Garantie läuft, glaube ich, demnächst ab. Die Garantie erlischt, wenn man das Gerät zweckentfremdet gebraucht. Ja. Wie war das? Ja, das war fast schon besser. Interessant. Hey! Oh! Hopp! Hey! Haha! Hey! Hahaha! Summ! Was soll Summen eigentlich sein? Klasse! Erkennst du nicht das Geräusch, wenn man ein Baby in den Kinderwagen schmeißt? Es ist das Babyschmeißgeräusch. Es ist schon zu lange her bei mir, deswegen weiß ich das nicht mehr. Hey, Metro City! Hey! Hey! Leute, kommt mal wieder ein bisschen runter. Jungs, leiser. Ich danke euch, Freunde. Wir wollen mal für einen Augenblick ernst sein. Ganz genau. Ganz genau. Die Sache mit dem eigenen Museum ist super cool. Echt super cool. Aber wollt ihr wissen, was die größte Ehre für mich ist? Magische Klänge zaubern. Dieser Blick, den ich schick, geht durch bla. Oh Gott, ist das furchtbar. Ich singe noch schlechter als Brad Pitt. Der eine wurde bejubelt. Ich liebe dich, Metro-Man! Ich dich auch, Normalbürger! Der andere. Einen Tisch für zwei. Gefürchtet. Was? Ja. Ah. Aber ab Dezember. Durch Metro City von einer neuen Gefahr bedroht. Damit eins klar ist, den Laden übernehme ich. Und Metro-Man ist unauffindbar. Er wird die ganze Stadt zerstören. Tut mir leid. Aber jetzt kann ich endlich mein wahres Talent ausleben. Ich mach voll coole Musik. Das ist nicht dein Ernst.